Hallo und grüß Gott zum wöchentlichen Marktausblick aus der Börse München. Heute, wie fast immer, mit Manfred Schmidt, dem Leiter der Marktsteuerung. Mani, draußen Sonnenschein, an den Märkten stürmt es aber eher, der DAX ging ganz schön nach unten. Wie geht's weiter? Was war die Ursache? Was ist denn da passiert? Ja, derzeit schaut so aus, als ob sich der DAX gefangen hätte. Wir haben ja vor einer Woche gesagt, es kann möglich sein, dass das Gap bei 9.770 geschlossen wird. Der DAX hat das Gap geschlossen und ist auch an diesem Punkt fast genau wieder umgedreht. Und wir haben derzeit einen DAX, Stand heute Montag, von über 10.000. Es gibt allerdings natürlich auch Auguren, die schon behaupten, der DAX würde wieder auf 9.000 fallen, was wir im Februar hatten. Warum sind die so pessimistisch? Zunächst einmal die Unternehmensgewinne, die schrumpfen. Die Quartalsberichte waren schlecht, obwohl in den USA, in Europa oder in Deutschland die Unternehmen verdienen nicht mehr so viel. Und dann haben wir natürlich die zwei Krisenherde. Das eine ist der Brexit, über den im Juni abgestimmt wird, wobei die Bürgermeisterwahl in London eher mal dafür spricht, dass Großbritannien doch bei der EU dabei bleibt. Und dann auch den Grexit, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Griechenland kommt wieder aufs Tablett. Du hast damals gesagt, die Oper ist noch nicht vorbei, solange die dicke Frau noch singt. Und es ist wahrlich so, die Oper ist noch nicht vorbei und jetzt haben sie wieder neue Reformen beschlossen. Mit den alten ist man scheinbar nicht mehr recht weitergekommen. Man sieht also, seit 2009 hat sich da nicht sehr viel getan. Jetzt pumpt aber doch die EZB Geld und Geld und Geld in die Märkte und trotzdem scheint es nichts mehr zu nützen. Hat sich da die Stimmung gedreht? Ja, für manche ist das vielleicht ein Phänomen, aber eigentlich die Kritik ist eigentlich nur zu berechtigt, denn das viele Geld nützt eigentlich nichts, sogar mit den Negativzinsen. Deswegen vergeben die Banken nicht mehr Kredite, weil nicht mehr Kredite von den Unternehmen nachgefragt werden, die dann wieder investiert werden könnten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch die Privaten, je mehr Geld in die Wirtschaft oder hier von der EZB kommt, desto unsicherer sind eigentlich die Privaten und die sparen dann ihr Geld lieber, auch wenn sie nicht sehr viel dafür bekommen. Sogar wenn das Helikoptergeld kommen würde, meiner Meinung nach, würde es nicht ausgegeben werden, sondern sehr viele würden das irgendwo auf die hohe Kante oder eben irgendwo bunkern, anstatt es in die Wirtschaft zu investieren und hier die Wirtschaft dann anzukurbeln. Und das ist unser Problem momentan. Gibt es denn vor Pfingsten noch irgendwelche Termine, die für Anleger interessant sein könnten? Ja, die Quartalsberichterstattung geht weiter diese Woche. Diese Woche haben wir vor allen Dingen Firmen aus der zweiten und dritten Reihe, also MDAX, TecDAX und SDAX. Allianz, RW und Thyssen sind die Firmen, die aus dem DAX berichten werden. Und makroökonomisch haben wir in den USA die Verbraucherstimmung der Universität Michigan und die Umsätze für den Einzelhandel für April. Manni, vielen Dank für diese Ausführungen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Sie haben es gehört, die dicke Frau singt immer noch. Seien wir ja irgendwie froh, denn sie stirbt ja meistens am Schluss, leider. In diesem Sinne, wir wünschen ein frohes Pfingstfest und sehen uns in 2 Wochen wieder.